So, und schon geht's weiter bei Cry of Fear. Ja, wir tun genau an der Stelle ansetzen, wo wir aufgehört haben. Und zwar diesen Bunker oder was auch immer das ist. Genau, ach Und nö. Simon, super. Wollte ich gerade schön sprinten, aber warte mal. Oh, ach so. Ich hab gedacht, da wäre er gewesen. Warte, wo ist er denn? Diesen ekelhaft laut. Ja. Wo ist denn Simon? Eine gute Frage. So, das. Weißt, wir nehmen noch nicht mal eine volle Minute auf und dann taucht Simon schon auf. Der ist wahrscheinlich am Level Ausgang. Wahrscheinlich. Help! Help over here! Ja, help. Oh. Will hier nicht sterben? Wow. Ha! Schon wieder so ein Griecher. Jetzt stirb! Warte. Ach, und da hinten sind auch welche. Oh. Ja, wir müssen jetzt Simon töten. Oh, das war schön auf dem Kopf. Naja, zwei sind besser als einer gegen die. Ja, auf jeden Fall. Sonst wenn man einen Krippel auf seinen schlägt. Okay, Simon, wo bist du? Vor allem sind zwei Taschenlampen besser als eine. Das auf jeden Fall. Ach, drück die falsche Taste. Hä? Achso. Kann man das auch falsch. Lass mich vorbei. Perfekt. Ist wahrscheinlich hier auf. Genau. Geh zu. Hast du einen Simon gefunden? Ne, bisher noch nicht. Oh, das wird schön, wenn wir gegen den sterben, ey. Nimm die Pistole. Oh, schön. Ich hab ihn schon gesehen. Autsch. Wo geh ich lang? Nein, nicht töten. Was ist das? Wir haben aus den Augen verloren. Ah, da ist er. Ich versuche ihn mit meinem Körper aufzuhalten. Das wird interessant werden. Das war meine Munition. Aber wenn wir Glück haben, kommt er nicht zu mir. Aber ja, dann bist du wieder weg. Das ist das Problem. Also, ist es sicher zu sagen, dass wir gescrewt sind? Ich weiß es nicht, müssen wir abwarten. Ich hau mal einfach ab. Renn woanders hin. Ach toll, und weißt, ich bin jetzt beim Levelausgang. Ja, what the? The door is jammed. Ja, warum denn? Wahrscheinlich muss man Simon töten, nicht mal. Ja, ja, man muss ihn töten. Geht nicht anders. So. Ja. Und der ist immer noch bei dir. Ja, der hängt. Vielleicht würde ich abhauen. Ich kann nicht respawnen. Warte mal, bevor du respawnst, ich will was ausprobieren. Ja. Ob er sich dann umdreht. Nein! Bleib liegen. Okay. Ich kann ihn killen. Ich bleibe liegen. Dein Tod war gar nicht so schlecht. Ich habe mich geopfert für die Mehrheit. Wenn du mit dem Stock auf den Leiter geschlagen bist. Und noch ein Schlag. So. Noch einer. Ja. Und er ist weg. Hä? Wo bist du jetzt? Ich bin respawned. Achso, ich wollte dich gerade wiederbeleben. Oh, egal. Du weißt schon, du musst den ganzen Weg jetzt wieder zurücklegen. Ist egal, der dauert nicht lang. Und ich war am Ende von dem Level, du Held. Das dauert sowieso nicht mehr lang, wie 100%. Untoten Erdbeerfeld. Aber jetzt ist Simon wenigstens tot. Und hab Munition wieder komplett. Ja, okay. Das ist ja eigentlich der Vorteil. Ja, kann ich mal abwarten. Dauert ja nicht lange. Ich bin ja jetzt schon so über. Ja, drei Viertels. Den Weg bin ich ja schon. Help me!
wirst du schon sehen mit der Taschenlampe. Weil viel kann ich jetzt gerade eh nicht machen. Ah, ich höre, wo du bist. Du wirst ja bald da sein. Ah, ja, ja, ich sehe der Taschenlampe. Ich bin tot. Wie? Hä? Wie jetzt? Wie kann das denn sein? Was ist das denn passiert jetzt? Soll ich das riskieren? Nee, das ist... Hä? Nee. Durch die Türen kann man doch gar nicht sterben, normalerweise. Offensichtlich schon. Ja, offensichtlich doch, aber... Hä? Also, was soll ich machen? Versuch mich wieder zu überlegen. Geht nicht, oder? Ich hau's immer wieder von links nach rechts. Ich weiß, wie es war, Watsch. Von links nach rechts. Hat doch jetzt leid. Ich kann ihn wiederbeleben. Das verstehe ich nicht. Help! Help me! Help! Ist sie ein Arsch? Also ich kann nichts machen. Nee, ich kann dich nicht wiederbeleben. So. Mal ein bisschen sprinten hier. Und diesmal, glaube ich, aufpassen. Ja, vielleicht besser. Sonst hängen wir noch ewig hier. Mhm. Wenn man kriechen könnte ein bisschen schneller, dann würde das alles ein bisschen schneller gehen. Weil der Levelabschnitt ist ja an sich nicht lang, also wir wären schon lang nächstes Level, wenn Simon nicht auftaucht wäre. Ja. Das ist ein doofes Buch. Jetzt habe ich mir die Beine beinahe gebrochen. Beim Wunderfall. Ja, Health 90. Mein Charakter ist ein Top-Touch. Kann man nichts machen. Und folgendermaßen, wenn du jetzt wieder hier stirbst, machen wir kurz einen Cut und dann machen wir weiter, wenn es oben ist. Oder? Ja. Komm, du schaffst es. Ist nicht mehr lang hin. Okay. Vorher hat sie mich nie getötet, jetzt auf einmal macht sie keine Ahnung. Kann das nur sein. Ja. Oh, okay, mich auch. Jetzt hat sie dich auch. Also, ich habe eine Idee. Wir machen den Cut und dann sieht man sie wieder, wenn wir oben sind. Ja. So, wir haben es endlich geschafft. Ja. Mussten zwischendurch mal wieder Simon killen, dass er wieder auftaucht. Immer wieder Simon, das kann doch nur sein, ey. Und dann konnte ich nicht wiederbeleben, weil er an der blöden Stelle gelegen ist. Und dann musste er nochmal da durch. Aber jetzt endlich nächstes Level. Jetzt kommt Simon mal 3. Ja, nur 3 mal oh. Simon. Weißt du, kommst gerade hier rein? Ist die Olle schon da? Watch out for the trees. Deswegen wahrscheinlich. Ich hätte es wissen müssen. Weißt, ich kannte den Teil aus dem Singleplayer. Ich hab's ja damals gesehen. Hm? Wo denn? Ach, hinter mir. Ah. Okay, das erste Mal erschreckst du dich noch. Warte mal. Geht's da weiter? Guck noch. Hi. Weg mit dir. Ich glaube, da kommen wir nicht durch, oder? Anscheinend nicht, ne. Ich glaube, das ist ein Fake-Exit. Ein Typen und Leute verschrecken. Hier lang gehen. Okay, wenn du es einmal gesehen hast, dann ist es nicht so gruselig danach. Da lang. Oho! Spinnen die! Ich bin tot. Blöde Frage. Da war eine Dritte, die mich von hinten gefehlt hat. Also folgendes. Ich würde sagen, wir sparen uns jetzt die Pistolenmunition auf. Killen die so.
Wenn ich sie treffen würde. Naja. Ach, das war der, was mich gekillt hat, als er drunter gekommen ist. Echt? Ja. Da hat man ihn nämlich gerade auch abgezogen. Also, das ist fake. Da hinten die Tür. Oh mein Gott, was habe ich schon gesagt? Ich habe keine Pistole. Ah. Hast du eine Pistole? Autsch, das hat mir sau wehtan. Schieß ab! Ach, du hast keine, oder? Das ist... Hast du alle? Nee. Okay. Der Frustwald. Nee, man muss ja die in Quick Select noch reintun, ne? Nee, ich hab keine Pistole gehabt. Ich hab auch keine. Machen wir keine. Nee, ich hab echt keine. Nee, ich hab auch keine. Also, jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also, ganz ehrlich, die sind jetzt nicht mehr gruselig, die sind einfach nur noch nervig. Ja. Und ich bin fast tot. Hey, soll man an denen vielleicht vorbeilaufen? Hm. Run! Okay. Aber es würde bestimmt gehen. Ja, wenn einem die Teile nicht ständig weg hätten. Ja. Also es könnte funktionieren, weil ich glaube, sonst hat man gar keine Chance. Ja, besonders wenn man keine Pistole hat. Warum auch immer. Auf einmal. Mach uns das halt unnötig schwer. Ne, immer noch nichts. Ja, es ist immer noch ein kleiner Unterschied zwischen herausfordernd und unfair, oder? Ich bewege mich jetzt extra langsam. Okay, scheiß drauf. Das bringt gar nichts. Wenn ich sprint wie ein Irrer. Jetzt kommen sie. Here they come. Here I go. Ich komm weiter. Da ist die Tür. Ich hab die Tür gesehen. Freust du dich auch? So, wo liegst du? Bleib weg. Hä? Weil bei mir ist wieder so eine. Ich fahre jetzt ein bisschen aus. Bleib. Tu nix. Die will irgendwas Schlimmes tun. Get over here. Die will mich töten, obwohl ich tot bin. Help over here. Dann lass du mich dann vorbei. Help. Also, bleib einfach, wo du bist. Help over here. Und ich kill sie. Ja. Ich hab die Tür schon gesehen. Help.